Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Andrea bastelt mit Action, Teddy und Co. Und heute ein kurzes Themo-Video, wo ich euch nochmal Sticksachen auch zeige. Die habe ich aber selber bestellt. Die findet ihr aber nachher bei mir unter meinen abgelegten Artikeln. Das zeige ich euch nochmal, wie das geht. Oh, das war falsch. So. Ihr geht auf meinen Kanal. Wow, 3700 Abonnenten. Oh, wie cool ist das denn? Oh, danke, danke, danke. Wenn ich auf 4000 Abonnenten bin, gibt es ja wieder, und zwar eine Verlosung. Wie immer, wenn ich 1000 erreiche, gibt es ja immer die Verlosung. Und ihr wisst ja, ich lasse mich da nicht lumpen. Ne? Das ist dann so ein bisschen das Dankeschön. Aber gut, jetzt machen wir hier erstmal weiter. Und zwar geht ihr dann auf ein Themo-Video von mir. So. Und dann kommt ihr, hier oben steht mehr, das ist dann die sogenannte Infobox. Da geht ihr mal rauf. Und dann ist hier der Link, um die Themo-App runterzuladen. Da bekommst du dann ja auch den 100-Euro-Gutscheinbündel, wo du gestaffelt eben halt wieder was von deiner Rechnung abgezogen kriegst. Lohnt sich absolut, wenn man eine Großbestellung machen will. Dann gehe ich da mal drauf. So, und dann kommt ja dieses erstmal die Werbung von Themo. Das kannst du alles zumachen. Oder so wie hier, jetzt springt er da gleich drauf. Da kommt dieser, ne, jetzt muss ich hier aber zumachen. Da kommt dieses Andrea bastelt. Ne, das ist auch mein Bild. Und da geht ihr rauf. Und dann seht ihr alle Sachen, die ich in Themo. Achso, ist das jetzt anders? Sonst war da immer. Ah, da sind jetzt tatsächlich nur die ich hatte. Okay, dann haben sie das verändert. Ne, also normalerweise steht hier immer noch ein Button drüber. Und hier könnt ihr dann durchgucken. Da habe ich eben halt ganz viel auch eingestellt. Stickfliese in verschiedenen Variationen. Das habe ich aber jetzt nicht eingestellt. Das haben sie jetzt gerade verändert, sehe ich jetzt gerade. So, an Auswahl für sie. Dann muss ich noch mal gucken. So, Andrea bastelt. Jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert. Ja, aber da, das ist alles genau. Das habe ich da eingegeben. Alina Kreft kommt da auch ganz viel. Genau, denn das Stück Schirn, die habe ich gekauft. Ja, da findet ihr jedenfalls ganz, ganz viel. Ihr findet aber auch ganz viel, wenn ihr, so hier muss ich mal wieder raus, dann will ich wieder hier rein, wenn ihr bei mir auf dem Kanal, und zwar, wenn ihr die Infobox aufmacht, da habe ich dann diese Links drinne. Hier ist zum Beispiel, bei diesem Video ist der Link drinne für die tollen Albumstanzen. 47 Euro kosten die zurzeit, lohnt sich aber trotzdem. Ne? Also in der Infobox findet ihr auch viele Links und da sind auch von diesen Sachen viele Links drin in diesem Video. Wenn ihr wissen wollt, wie Themo funktioniert, dann schaut mal, das kann ich euch auch noch mal zeigen, einen Moment. So, dann schaut noch mal auf meinen Kanal. Ich bin ganz perplex mit 3700 Abonnenten. Mega, ich freue mich hier gerade total. Das ist so schön. Und hier ist zum Beispiel Playlist. Ne, hier könnt ihr gucken, Übersicht, Videos, Lives, die wir gemacht haben. Und dann, ich gehe da noch mal höher, kommt da vorne dann die Playlist. Da geht ihr rauf. Dann kommen nämlich die ganzen sortierten Videos. Da habe ich zum Beispiel hier Themo, wenn ihr da seht. Und da könnt ihr dann raufgehen. Ne, da raufgehen. So,
dann seid ihr in dem Ordner drin, wo ich alle Temu-Videos eingestellt habe, die ich schon gemacht habe. Und da sind dann auch viele bei, wo ich das dann auch erkläre, wie Temu funktioniert. Da schaut einfach mal so ein bisschen rein. Auch da sind, jetzt hat er das Bild eingefroren. Ich hoffe, dass das weitergeht. Auch da sind immer die Produktlinks drin. Wir gehen mal, ja, hier so mega tolle. Dann gehen wir mal auf das. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da ist dann das Video. Da könnt ihr dann wieder in die Infobox gehen. Und hier schaut, da seht ihr auch wieder die ganzen Links. Da braucht ihr einfach nur raufgehen. Und dann kommt ihr zu dem Link. Jetzt muss ich noch mal gucken. Den gibt das gerade nicht. Das ist gerade ausverkauft. Irgendwas haben sie geändert hier. Das muss ich mir alles noch mal angucken. Da haben sie ganz viel geändert. Dann nehme ich mal ein anderes Video. Ich nehme mal. Das ist ja mal so ein. Ach, jetzt weiß ich auch. Da war ich, glaube ich, noch gar nicht mit Temu in Kooperation. Das kann ich ja auch gar nicht zeigen. Ich habe ja ganz viel, auch kaufe ich ja selber auch. So, dann gehen wir mal auf das Video. So. So, dann wieder in die Infobox. So. Da habe ich auch keinen drin, ne? Da muss ich mal gucken. Ich bin jetzt hier gerade ein bisschen irritiert und verwehre euch wahrscheinlich total. So, jetzt wählt Playlist wieder, Temu wieder. So, jetzt hier unten sind nämlich die Jüngsten. Also es fängt von unten an. So, jetzt will ich aber hoffen, dass das jetzt funktioniert. Das ist das, was ich ja vor relativ kurzer Zeit gemacht habe. So, da gehe ich jetzt in die Infobox, mehr. Und hier kommen die Produktlinks. Und dann geht er auch hin. So, hier zum Beispiel auch Produktlinks. Da ist zum Beispiel dieser tolle Topf. Und dann braucht ihr das nur in euren Warenkorb reinlegen. Hier auch nochmal. So, dann ist das dieses Herz. Hier sind ganz viele Silikonformen, die ich ja genommen habe. Genau, was habe ich denn hier noch? Mal sehen. Da habe ich dann nochmal das, den Baum. Das ist jetzt zurzeit nicht verfügbar, denn gibt es das Produkt im Moment nicht. So, da sind zum Beispiel diese schönen Häuser. Genau, also, wie gesagt, ihr geht auf meinen Kanal. Nochmal den Schritt jetzt im Einzelnen. Ihr geht auf meinen Kanal mit eurem Handy, Laptop oder Tablet. Dann wählt ihr die Playlist an. Dann kommt alles sortiert. Das sind alles Ordner, wo ich alles sortiert reingemacht habe. Dann geht ihr auf Temu. Dann geht ihr hier runter, weil hier unten sind nämlich die neuesten Videos. Und dann klickt ihr zum Beispiel jetzt das, was ich eben hatte, Temu Haul, Kerzen gießen und Gießform. So. Und dann könnt ihr hier wegixen. Und dann könnt ihr hier wieder in die Infobox gehen. Unter mehr. Also immer hier vorne, wo mehr steht, kommt ihr immer in die Infobox. Das ist die Beschreibung des Videos. Hier findet ihr auch den Link immer. Wenn du Temu noch nicht runtergeladen hast, kannst du mit diesem Code Temu runterladen und hast dann 24 Stunden Zeit, die diesen 100 Euro Rabattgutschein einzulösen. Das ist so ein Bakel, was ich finde, dass das nur 24 Stunden geht. So, und hier ist das zum Beispiel auch in diesem Video
Also Hall, Kerzengießen und Gießformat, erkläre ich alles nochmal. Ne, ich erkläre ganz viel in diesen Videos, wenn euch das interessiert, wie das überhaupt mit Temo funktioniert. Und dann könnt ihr jetzt in der Infobox, ist auch nochmal mehr, dann macht ihr euch die ganze Infobox auf. Und da sind jetzt diese Links. Dann brauchst du nur anklicken und dann kannst du sehen, was ich zum Beispiel jetzt bei Temo mir geholt habe. Ne, der Frosch ist auch total süß. Und hier unten sind dann noch diese Vögel. Da habe ich jetzt auch einen hier. Da kannst du gucken. So, ich hoffe, dass das jetzt verständlich ist. Sonst guckt auch in den anderen Videos. So, und heute zeige ich euch einfach nochmal Dinge, die ich dort gekauft habe. Diese Sachen habe ich selber gekauft. Also, die zeige ich euch aber trotzdem mit, weil ich ja auch diese süße kleine Stickmaschine habe, die PP1 von Brasa. Da kommen jetzt auch viele Videos, wo ich euch immer Sachen zeige, was man damit machen kann. Und ihr braucht ja Stickvlies dafür. Und da wollte ich euch mal zeigen, dass das bei Temo eigentlich ganz tolle Sachen gibt mit Stickvlies. Und wie gesagt, wenn du denn die Temo-App runterlädst, um die Stickvliese zu holen, dann hast du ja 24 Stunden dieses 100-Euro-Gutscheinbündel. So, ich zeige euch erstmal diese Sachen, die ich schon gegossen habe. Die Links findet ihr auch jetzt hier denn im Video von den Gießteilen. Und da habe ich mal Farbstift mit den Couleurstiften gearbeitet und das war mir gebrochen. Das habe ich jetzt hier geklebt. Das ist wunderbar. Das kann ich mir jetzt ein bisschen abschmirgeln und dann kriegt er eine Farbe, der Hund, und dann ist es auch nicht mehr zu sehen. Dann habe ich hier dieses Home-Schild. Das ist auch richtig toll. Diesen süßen Vogel. Und da gibt es noch einen größeren. Also ich habe jetzt nur so ein paar rausgesucht. Dann gibt es hier die tollen Pilze. Die finde ich auch richtig toll. Ich mache da ja immer so Geschenksets drauf. Und das steht jetzt auch schon eine ganze Zeit. Das ist richtig trocken. Das kann ich jetzt auch toll bearbeiten. Und dann habe ich mir auch diese Form geholt. Das ist so eine Schale. Und da kann man ja auch jetzt Kerzenwachs reingießen. Aber ich habe gedacht, ich fand es auch ganz cool, dass da so eine Kerze reinpasst. So eine kleine Kerze. Finde ich total schön. Und dann kann man das mit Band und so noch bearbeiten. Und genau, und dann kann man das toll verschenken. Also ich finde auch diese Struktur einfach richtig toll. So, das waren die Gießteile. Ja, nun machen wir weiter. Wenn ihr auch sticken wollt, zum Beispiel mit meiner PP1, da habe ich ja dieses Feuerwehrauto mit gestickt auf dem Waschlappen. Beim Waschlappen ist das ja so, dass das so eindringt in den Waschlappen, in die Struktur von dem Frottee. Und da braucht ihr zum Beispiel Avalon. Das ist eine wasserauflösliche Folie. Das heißt, wenn ihr das wascht, dann ist diese ganze Folie dann weg. Und auf der Rückseite, da ist jetzt auch wasserlösliches Vlies drauf. Das schneide ich jetzt noch so ab und dann wasche ich den Waschlappen und dann ist er von vorne und von hinten so richtig schön und man kann ihn dann nämlich auch gut benutzen. Und da habe ich mir dann von Temo einmal so eine Rolle geholt. Das ist dieses wasserlösliche Vlies, was ich hinten drauf mache. Und dann habe ich mir dieses geholt, das ist, ich mache das mal auf. Das muss immer in so einer Verpackung drinne bleiben, sonst wird das trocknet das und dann wird das hart und dann könnt ihr das nicht mehr benutzen. Das ist so eine Folie, die dann über das Stickmotiv kommt, damit das nicht so in den Stoff eindringt, der Faden. Das zeige ich euch aber auch noch. Es wird eventuell heute noch ein Video mit der PP1 kommen. Ich will nämlich noch eine schöne Applikation sticken und dann nehme ich euch mit.
So, das war das. Dann habe ich ja ganz viele Garnrollen, die ich dann auch versticke. Und diese Garnrollen, die sind zum Beispiel von Prildor. Das sind so große Rollen, das ist ein sehr gutes Garn. Aber die haben man hat keine Möglichkeit, das Garn festzumachen. Ne? Also man hat, wenn man dann die ganzen Garnrollen so stehen hat, dann sind überall die Fäden. Und das kann man rummachen um die Garnrollen. Die sind auch flexibel hier. Und die habe ich mir auch bei Temu bestellt und das ist richtig gut. Da habe ich mir so ein 100er Pack habe ich mir da bestellt. Genau, dann, das mache ich gleich mal auf. Alena Craft natürlich wieder. Und dann habe ich mir dieses gekauft. Das ist schon zurechtgeschnitten. Und das ist ein Schneidevlies. Das kann man nicht abreißen. Es gibt also Abreißvlies und Schneidevlies. Und das Schneidevlies braucht man unbedingt, wenn man, ich will also mit der Maschine die kleinen Bodies besticken. Und das ist ja Material, was sich zieht, die Bodies. Und da muss hinten richtig schön stabilisiert sein, damit das Stickmuster sich nicht verzieht nach dem Waschen. Dafür habe ich denn dieses geholt. Aber das werdet ihr dann alles bei mir auch im Einsatz sehen. Ne, das ist so ein Packen, da sind 100 Stück drin, da kommt man dann eine ganze Zeit mit aus. Das werdet ihr alles auf meinem Kanal hier sehen. So, ich mache das mal anders. Ich zeige euch die Beispiele. Und zwar gehe ich jetzt in meine Bestellung und da habe ich dieses hier und da kann ich dann Quittung ansehen sagen und dann kann ich mir die einzelnen angucken. Und da habe ich einmal dieses Set gekauft und da zeige ich euch mal dieses Beispiel. Ist das nicht cool? Ich gucke mal, dass ich die euch auch einstelle bei mir, dass ich die, also ich versuche diese Links von diesen Sachen hier mit in die Infobox zu packen. Ich hoffe, dass das funktioniert. So, dann habe ich mir das geholt. Und mal sehen, ob ihr das fand ich so cool. Schaut euch das mal an. Ist das nicht cool? Denn so für gerade fürs Nähen, ne, da ist es auch noch mal so besser gezeigt. Ne, richtig cool. Da sind dann auch diese Blumen bei und eben halt diese Stanzen, um das zu machen. So, dann habe ich mir das bestellt hier. Das ist dieses Set. Weil man jetzt kann man da nicht so wirklich viel drauf sehen. Aber ich muss mal gucken, die da mal ein so ein Bild. Ja, das mache ich mal. Kann ich das nicht größer machen? So. Schaut euch das mal an. Ist das nicht cool? Da kann ich dann so einen Blumentopf mitmachen. Und dann mit Blumen. Und das fand ich natürlich mega cool. Werden wir auch zusammen machen. So, und jetzt kommt das Letzte. So. Mal sehen, wo das am besten drauf zu sehen ist. Hier ist es gut zu sehen. Ich kriege das jetzt nicht größer. Das könnt ihr so sehen. Da kann ich diesen Blumenpott mitmachen und auch diese Blumen da alle rausgucken lassen. Das finde ich so toll. Und das ist dieses Set. Da sind dann auch immer noch Sprüche bei. Ich kann das nochmal so machen. Da sind dann auch die ganzen Sprüche bei. Und ich finde aber dieses Beispiel einfach mit diesem Blumentopf richtig, richtig gut. Und da werde ich auf alle Fälle auch mit euch zusammen das machen. Ja, das sind wieder so neue. Ja, das hatte ich euch ja gezeigt hier. Das fand ich ja auch toll mit diesen so mal mit diesen Mädels, die man dann in den Kleider machen, wenn man so Gutscheine machen will. Ne, ist das richtig, richtig toll. Ja, ihr Lieben, das war jetzt mein kurzes Video über Temu. Es kommt heute wahrscheinlich noch das Video mit der
Stickmaschine. Und dann geht es auch wieder weiter mit Alina Craft. Da werde ich auch mit euch machen. Und zwar habe ich vor, dieses Album weiter zu gestalten. Genau, da habe ich ja schon dieses, die Seite ist so cool geworden, finde ich. Genau, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag. Ganz, ganz liebe Grüße. Vor allem bleibt gesund. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.